Heidi, howdy, hoidi! Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia! Wir sind nun endlich außerhalb des Dorfes und müssen nicht nein, sondern können hinlaufen, wohin wir wollen. So, ich probiere gerade mal irgendwie Knöpfe aus, aber es tut sich nichts. So, was haben wir hier? Novas Wohnwagen. Wer ist das? Ist das ein Mann, ist das eine Frau? Ich erkenne es nicht so wirklich. Wer ist da? Oh, tut mir leid. Ich wollte nur mal sehen, wer hier ist. Moment, niemand außer mir. Seid ihr auf einer Pilgerreise? Wer? Pilgerreise? Nur vielleicht sowas ähnliches halt. Das ist sehr löblich bei so jungen Leuten. Ruht euch doch ein wenig aus. Ja, ich habe gerade etwas Freundes geändert. Danke! So, was hat man jetzt für einen Zweck? Kann man jetzt schlafen? Kann man umsonst pennen? Was auch immer. Ja, was ich. Es ist sicher nicht leicht, aber ihr dürft euch nicht entmutigen lassen. Hä? Woher, aus was für einem Kontext sagst du jetzt bla bla bla? Okay, reden? Was sagst du noch? Möchtet ihr euch ausruhen? Nein. Es ist sicher nicht leicht, aber ihr dürft euch nicht entmutigen. Ja, sehr gut, kann man ja. Nein, und man kann hier speichern, aber das brauche ich nicht. Ich habe ja alles angefangen und dann, da man hier nichts weiter machen kann, augenscheinlich werde ich jetzt dann mal wieder abdüsen. So, ich weiß, dass ja auf der Weltkarte mitunter auch mal ein Schatztrüllein versteckt ist, deswegen gehe ich hier mal durch den Wald. Ja. Allerdings sollte man ein bisschen aufpassen. Oder was heißt auf? Ja, wie man sieht, so kleine, fiese, dreckige Drecksgegner hier. Ich glaube, diesen komischen Mini-Drecks, der Baum mit. Der hat ein Astloch auf. Genau, der ist die Mühle. Hey, aufpassen hier. Tentakel. Ja, das wäre ein Tentakelmonster. Und Astloch. Ja, das passt beides perfekt zusammen. Und sie geben nicht mehr viele Erfahrungspunkte. Nun, wie dem auch sei, was ich ursprünglich sagen wollte. Hoppala, ich habe vergessen, am Anfang auf die Uhr zu gucken. So, da drüben scheint. Was ist jetzt los? Au! Was gibt's? Was hast du denn da im Maul? Zähne? Eine Zunge? Fleischtaschen? Guck mal, deine Tasche ist offen. Du hast es wahrscheinlich selbst fallen lassen. Was denn? Oh, danke, Neuschi. Lass sehen. Es ist ein Brief von Paps. Okay. Von Dirk? Ja, ich frage mich, was da drin steht. Wie es wird lesen. Lieber Leut, hast du den Reiseführer gelesen? Darin sind die 7 wichtigsten Zwerge in Regeln verzeichnet, sowie Informationen, die ihr für eure Reise braucht. So viele R's in diesem Text. Macht von diesen Informationen Gebrauch und beschützt bitte Colette. Es sind 14 Jahre vergangen, seit ich dich gefunden und aufgenommen habe. Du konntest kaum laufen. Ich weiß noch, wie sehr du dich vor mir gefürchtet hast und wie du geweint hast. Und jetzt ist ein starker Schwertkämpfer aus dir geworden. Paps. PS, da es nicht im Reiseführer steht, erkläre ich dir in diesem Brief, wie Erfgemmen verwendet werden. Lies den Brief sorgfältig durch und zieh ihn gegebenenfalls zu Rate. Um eine R-Fähigkeit zu aktivieren, wähle zuerst das entsprechende Menü aus und danach den Charakter, dem sie zugewiesen werden soll. Jeder Charakter kann über maximal 4 R-Fähigkeiten verfügen. Wähle einen Slot für die R-Gemme und drücke den A-Knopf, um die Fähigkeiten anzuzeigen, die durch die ausgewählte R-Gemme verfügbar sind. Drücke den A-Knopf erneut, um die R-Gemme im Slot zu platzieren. Das Aktivieren einer R-Gemme allein reicht nicht aus, um R-Fähigkeiten zu aktivieren. Was? R-Fähigkeiten sind erst aktiv, wenn die R-Fähigkeit, die verwendet werden soll, ausgewählt und bestätigt wird, wird R-Fähigkeit Overkill. Fähigkeiten, die durch R-Gemmen aktiviert werden, werden R-Fähigkeiten genannt, wenn durch R-Gemmen aktiviert werden, können beliebig oft geändert werden. Du solltest sie an deine Situation und deine Bedürfnisse anpassen. Gibt's auch eine zum Pinkeln? Ich muss nämlich gerade mal. Nicht wirklich. Tut mir leid, ich muss es lesen, weil ich kenne das Spiel nicht so wirklich gut. Es gibt 2 Arten von R-Fähigkeiten. S-Typ, Schlag-Typ und T-Typ, Tech-Typ. Okay, ich bin ein Schläger-Typ, also schlage ich alles mit Text zu Brei. Und gibt es da irgendwie keine Kombination? Das ist... Ach, egal. Abhängig vom Typ werden die Charaktere jeweils andere Fähigkeiten... Oh.
Du und dein... Ob du deine Charaktere als S- oder T-Typ anlegst, bleibt dir überlassen. Was ist der Unterschied? Sag's mir! Sobald eine Erf-Gamer ausgewählt hast, kannst du sie nicht mehr entfernen. Du kannst aber eine neue Erf-Gamer im Land entfernen. Wenn du eine neue Erf-Gamer aktivierst, ist die alte Erf-Gamer verloren in ihre Fähigkeiten. Muss man hierfür studiert haben, oder was? Ja, zum Glück habe ich es, aber ich trotzdem nicht. Wenn du mehrere Erf-Fähigkeiten aktivierst, können wir mit ihrer Erf-Fähigkeiten entfernen und ich will deine Fähigkeiten mehr nur aufweisen. Und mir meine Jungen nur mit dem Donauern. Erf-Fähigkeiten vor. Ich hätte es doch nicht lesen sollen. Doch, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Okay, da komme ich her. So, ich habe gesagt, ich bin ein Explorer-Typ, deswegen werde ich hier nochmal durch den Mantel laufen und hoffen, dass ich hier vielleicht mal eine kleine Schatztruhe finden kann. Mein Gott, ich habe zu viel Kaffee getrunken. Ich habe viel zu viel Kaffee getrunken. Ja, so Besuch da. Und jetzt nehme ich auf und ich freue mich, dass ich aufnehmen kann. Ich habe so viel Kaffee getrunken, dass ich so ein bisschen überdreht bin und deswegen auf die Rede gerade. Und ich schwitze mir gerade den Bürzelmund. Nicht verzeihen, sondern wegen zu viel Kaffee. Der Kaffee ist warm und es ist ein bisschen schwül und... da hinten ist ein Häuselein. So, ich sehe hier gerade überhaupt nichts. Überhaupt nichts, außer... Gegner. Worauf ich anfangs eigentlich abzielte, was ich beinahe wieder vergessen habe. Da ist eine Truhe, oder? Was war das? Ich habe den Knopf gedrückt und ich habe nicht gelesen, was das war. Mensch. Nochmal in meinem eigenen Video angucken. Wüste. So, hier habe ich doch eben... Aha, ein komisches Kloster. Haus des Heils. Sieg Heil! Der Sitz des Führers ist hier! Ich glaube nicht, dass wir Colette finden werden, indem wir planlos herumlaufen. Lass uns jeden, den wir sehen, nach Colette fragen. Mehr können wir nicht tun. Okay, lass uns diese Person hier fragen. Sie ist unauffällig da steht, als ob sie auf uns wartet. Verzeihung! Was gibt's? Ist Colette... ist die Gruppe der Auserwählten hier vorbeigekommen? Keine Ahnung, ich habe sie nicht gesehen. Ich verstehe. Seid ihr beiden auf Pilgerfahrt? Nun, etwas Ähnliches. Du siehst nicht aus, als wärst du es gewohnt zu reisen. Du hast eine Karte von Sylvarand dabei. Leih sie mir bitte kurz. In der Gegend um Iselia ist jetzt der Fernsichtmodus verfügbar. Okay. In jener Region dieser Welt gibt es einen steinernen Wegweiser. Wenn du einen findest, kannst du das tun. Was? Achso, was ich gerade getan habe. Und deine Reisen werden nur viel einfacher. Wenn du bequem reisen willst, solltest du vielleicht versuchen, sie zu finden. Das wusste ich nicht. Ich aber. Soll ich dir etwas über das Reisen erzählen? Eine Erläuterung zur Fernsicht hören? Nein, diesmal nicht. Eine Erläuterung zu den steinernen Wegweisern? Nein. Viel Glück. Vielen Dank. Ja, also der Fernsichtmodus. Versuchst du noch einmal anderes? Konntet ihr die Auserwählte finden? Ich bin gerade 2 Schritte zu dir rübergelaufen und sonst nichts. Was denkst du? Idiot! Hast du in deiner Mütze ein Vakuum mit Froschschenkeln drin? Du bist Franzose, gib's zu. So. Ein Köter. Haben sie dir die Eier abgerissen oder was ist los? Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen hier reden. Also, folgendes, Skits. Die überwältigende Mehrheit, danke an die lieben 3 Leute, die mir dazu geantwortet haben, sagten, bitte keine Skits. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Sonst gucken wir deine Videos nie wieder an. Und denen will ich natürlich recht und klagen und sagen, nein, nie wieder Skits hierbei. Zumindest, egal. Die Pilgerfahrt der Auserwählten hat begonnen. Sie muss einfach Erfolg haben. Okay. Priester Lee, was sagst du? Willkommen im Haus des Heils. Bitte macht es euch in den Schlafzimmern in ersten Stock bequem. Ihr seid sicher nicht müde von der Reise. Nein, ich bin noch nicht weit gereist. Oh Göttin Martel, gepriesen seist du. Kann man die Statue da klauen? Nein. So, oben kann man pennen. Okay, jetzt muss ich mich ein wenig strukturiert äußern. Speichern. Egal. Bei der Dame kann ich jetzt pennen gehen. Ich meine, nicht bei der Dame und... Gott sei mir gnädig, weil ich es jemals in Erwägung ziehen sollte bei der... Nein, ich stehe nicht so auf, ihr wisst schon, auf diese Krampfadern. Auf dem Glied und... Okay, ich muss ein wenig strukturiert... Gegner, ein wenig... Moment, kann ich... Nein,
Nein, ich will dem Gegner nur ausweichen. So, ich kann hier, dadurch, dass ich den Typi gerade angesprochen habe, auf diesem komischen Dumbo-Köter reiten und habe eine bessere Fernsicht und die Gegner, wenn ich, das sieht man jetzt gerade, bewegen sich nicht. Wenn ich absteige, dann verschwinden die Gegner und sie bewegen sich trotzdem. So. Und für jedes neue Gebiet gibt es so einen komischen kleinen Monolithen, der meistens irgendwo hinter einer Kuppe versteckt ist und den kann ich anreden, dann kann ich das immer machen. Allerdings werden Schatztruhen auf der Weltkarte nicht angezeigt, wenn ich reite. So, so viel dazu. Die andere Sache ist die, der gutartige, liebenswerte und schnuckelsüße James E. Ah! Da kam er dann angelaufen und wollte mich von vorne nehmen, aber ich bin weggelaufen. So, er wollte, Moment. Ein ganz treuer Zuschauer von mir. Viele liebe Grüße an dich von meiner Stelle aus. So, ich renne hier einfach mal rum. Oh, ja, was sagt er denn mir jetzt eigentlich? Worauf wollte ich jetzt hinaus? Das ist echt schlimm mit mir. Ah! Mein Gott, diese Kamera. Da ist eine Wüstenstadt. Aha. Und da ist eine Ruine. Wasser. Ja, den Kampf kann ich völlig umkriegen. Ah ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Oh, ein Räuber. Räuber zum Platz. Geld oder Leben? Ich nehme beides. Autsch. Zack, zack, zack. Tiger Blade. Nicht Tiger Shot? Aha, der ist tot, der ist hinüber. Der gibt uns ein bisschen Erfahrung. Okay, es war ja nur einer. So, da wir hier nur eine kleine Party sind und keine Heilmagie haben, werde ich mich da mal wohl oder übel mal in dieses... so ein Städtchen aufmachen. Ah, nee, er sagte... Was? Warum muss es hier so heiß sein? Ich kann nichts dafür, das kommt automatisch. Ich kann den Text nicht drücken. Laut einer Legende gibt es hier irgendwo ein Tor, das zu Ifrit führt. Ifrit, cool. Die Hitze ist ein Zeichen für Ifrits Anwesenheit. Nein, die Hitze ist ein Zeichen, dass die Sonne scheint. Und es wieder Sommer ist. Ein Tor, das zu Ifrit führt, könnte das... Ja? Yeah, ich bin sicher, dass das Siegel... Hoppala. ...ist, das Colette sucht. Okay, dann haben wir unsere neue Destination. Ah, also muss Colette hier irgendwo in der Nähe sein. Schlaues Jüngelchen, meine ich. Du weißt echt viele Sachen. Ich schlafe ja auch nicht im Unterricht ein. Richtig, mein Penis ist auch immer aktiv. Auch wenn ich schlafe, wegen der Träume und so. Triette! So, jetzt muss ich endlich mal meinen Gedanken zu Ende bringen. Er sagte, ich wäre ein LPR der alten Schule, weil ich in meinen Hauptprojekten meistens... Es passiert schon wieder was. Verdammt. Jedenfalls in meinen Hauptprojekten meistens irgendwie Begrüßung und dann eine Verabschiedung mache. Und nicht die andere... Please. Dies ist ein Befehl von Lord Forsythus. Oh, der süße Forsythus. Das schmeckt nur nach Süßtus. Ein süßer Name drin. Ein Mensch namens Lloyd ist mit einem Ex-Vier auf der Flucht. Deine Identifikationsnummer ist uns unbekannt. Sperrt sofort alle Bereiche ab. Oh, das soll ich in autoritär sprechen. Wie sieht dieser Lloyd denn aus? Sein Porträt und eine Beschreibung findet ihr auf dem Steckbrief. Wir zählen auf euch. Ja, Sir. Jetzt habe ich irgendwie fünfmal meine Stimme geändert für die Leute hier gerade. Egal. Oh, cool. Jetzt hängt hier eine. Oh mein Gott. Fast solche Elvis-Tolle auf dem Katzbrief, Steckbrief. Mann, Steckbrief und Suchtrupp, sie meinen es wirklich ernst. Wir müssen uns beeilen und Colette finden. Hey, ich dachte, wir suchen Colette, um sie zu beschützen. Jetzt sieht es so aus, als müsste sie uns helfen. Ist es wirklich wichtig, warum wir sie suchen? Manchmal denkst du zu viel, wenn du es gar nicht musst. Hauptsache, ich kann denken. So. Okay, ich bin hier in der Wüstenoase Triet. Okay, ich will mal Gedanken für jemanden zu Ende bringen. Also er sagte, ich wäre so LP alter Schule, weil ich immer Hallo sage und auf Wiedersehen sage. Zumindest in meinen Haupt-LPs und dafür... Ja. Ist die Frage, habt ihr das lieber, wenn ich irgendwie so eine Wusch durch aufnehme und das dann einfach nur zusammenschneide oder so handhabe, wie ich es versuche? Nämlich ein anderer wiederum sagte mir mal, er hat es lieber, wenn ich das in einem Wusch durch aufnehme. So kann man sich das in einem Rutsch mal angucken und so weiter und so fort. So, wir sind in der Oasenstadt Triet angelangt. Werden wir Colette hier finden, ist sie schon weitergezogen. All das und mehr in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Final Master 13 wünsche ich noch einen schönen Abend. Bye.